Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Akkuschrauber, der 12 Volt betrieben wird. Es ist nicht nur ein Akkuschrauber, es ist auch ein Akkubohrschrauber-Set von Gladtop. Mit zwei Akkus, das ist echt nice. Man hat also zwei Akkus hier reingepackt, um, wenn man mal einen leer genudelt hat, kann man einfach umswitchen auf den zweiten, was immer recht gut ist, finde ich. Denn den anderen kann man in der Zeit, wo man den anderen wieder leer nudelt, benutzen. Wir haben Drehmoment-Power. Bis zu 30 Newtonmeter kann er dann variabel anzeigen. Wir haben ein Zwei-Gang-System, ist auch mal wichtig. Der erste Gang hat ein leicht, nicht so, also der Drehmoment ist höher, aber die Laufgeschwindigkeit ist langsamer. Im Prinzip ist es wie beim Diesel, weißt du. Und der zweite Gang ist dann hohe Laufgeschwindigkeit, also er kommt viel stärker dann zum Einsatz. Ja, das sind so die Gänge. 18 plus 1 Drehmomentstufen sind einstellbar. Wir haben ein LED-Licht für die Ausleuchtung des Bereiches, wo wir arbeiten, was auch immer sehr sinnvoll ist. Wir können es sehr gut fürs Heimwerken, für Holz, für Metall, für Beton, für Schrauben, für, ach, weiß ich, also so ein Akkuschrauber kannst du für alles benutzen, ne? Für die Montage von Möbeln, für Löcher bohren, für Schrauben reinballern und rausballern, was auch immer. Also das ist ein Akkuschrauber, braucht im Prinzip jeder zu Hause. Und wer jetzt nicht jeden Tag 5000 Sachen da erledigen muss, der kann auch diesen hier sehr gut gebrauchen. Denn er ist relativ kompakt für seine Kraft und er hat zwei Akkus dabei. Der Akkuschrauber mit zwei Variantengeschwindigkeiten für präzises Arbeiten und wir haben da also eine niedrige Drehzahl von 0 bis 500 Umdrehungen pro Minute. Oh, das ist sogar gut zum Schrauben, oder eine hohe Drehzahl, die von 0 bis 1500 Umdrehungen geht fürs Bohren. Ne, wie ich sagte, ne, zuerst sozusagen ist der Drehmoment höher und danach ist die Geschwindigkeit höher. Der Akkuschrauber im Set wird dadurch ein guter Partner im täglichen Handwerkerleben für uns sein. Die 12 Volt Akku für den Bohrschrauber bieten uns ein bequemes und ausgeglichenes Arbeiten mit einem weichen Griff an. Mit unter einem Kilogramm inklusive Akku heißt es, wir ermüden nicht so schnell bei langen Arbeiten. Das LED-Licht leuchtet uns die Betriebsstätte aus. Auch dunkle Bereiche können so dann ohne extra beleuchtet werden. Oh yeah! Es gibt eine Echtzeitanzeige, wie viel Akkupower noch übrig ist, was uns dort dann auch das Timing des Akkuwechsels verbessert. Wir haben Vorwärts- und einen Rückwärtsgang. Und das ist gut so, denn wir wollen ja auch mit diesem Gerät Schrauben rausdrehen zum Beispiel. Der Vorwärts- und Rückwärtsschalter ermöglicht es uns easy, Bits für unsere Zwecke so einzusetzen, dass die Schraube rein oder rauskommen kann. Yeah! Mit einem maximalen Drehmoment von 30 Newtonmetern kann die Bohrmaschine eine Vielzahl von Anforderungen beim Bohren von Löchern, Schrauben, Holz, Metall, Kunststoff problemlos erfüllen. Der Akkuschrauber wird mit zwei Lithium-Ionen-Batterien a 1500 mAh und einem Schnellladegerät geliefert, sodass wir genug Saft für alle Arbeiten haben, mit dem dieses Freundchen hier ganz gut zurechtkommen kann. Der Bohrer ist dadurch stetig mit Power versorgt. Oh, wundervoll. Wir sollten ihn natürlich immer aufladen, damit er zur Verfügung steht, wenn wir ihn brauchen. Sehr schön. Was Gladtop hier rausgebracht hat, ist schon mal verpackungstechnisch recycelt unterwegs. Das ist sehr nice, denn recyceltes Pappe ist besser als neue Pappe. Gut, verpackungstechnisch sehen wir hier, ist dann der besagte Bohrschrauber hier gut zu erkennen. Schematisch dargestellt, es ist CE-zertifiziert, Ross, FCC. Das heißt, es darf dann auch gehandelt werden in Europa. Distianert Power Tools Cordless Drill Driver steht noch drauf. Das heißt also, dass wohl Gladtop hier dann eine Zwischenhändler-Dasein sich wohl eingesetzt hat. Nicht wahr? Oder nicht? Na, sonst würde da jetzt Gladtop draufstehen. Aber ist auch egal, es geht ja um den Akkuschrauber, nicht wahr? Wir haben ein massives Case dabei,
aus Kunststoff gefertigt, welches wir hier dann nutzen können, um ihn dann zu lagern. Scharniere aus Kunststoff funktionieren auch ganz gut. Und jetzt klappen wir den Jungen mal auf und ziehen uns rein, was alles so drin ist. Denn hier ist nämlich recht viel drin, finde ich. Wir haben erstmal Kontaktass, also hier können wir dann Kontakt suchen mit dem Hersteller. Hier haben wir eine User-Manuale, eine Bedienungsanleitung. Mal gucken, ob sie nur in Deutsch oder nur in Englisch ist. Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, alles dabei in Schwarz-Weiß und ein bisschen Grau. So, sehr schön. Und dann sehen wir hier, was alles dabei ist. Wir haben ein Tool, um die Ecke zu bohren, zu schrauben. Das ist dieses Teil. Das wird hier angeschlossen. Hier vorne kann der Bit dran. Und dann wird gedreht. Ne, ihr seht, ich drehe hier um der Ecke und dann dreht sich das da. Sehr sinnvoll, um 90 Grad oder sogar 180 Grad Drehungen einzuleiten. Also das ist schon mal sehr schön. Ne, das ist cool, das funktioniert auch, ist so schuppisch gelagert. Dann haben wir hier diverse Nüsschen, die wir ansetzen können. Die Nüsse sind dafür da, um auch Muddis etc. dann lösen oder befestigen zu können. So, dann haben wir hier noch Bohrer am Start. Die gängigsten Bohrergrößen sind vertreten. Dann haben wir noch eine Kupplung und ein Bit, ein Langbit und hier ein Bit-Verkleinerungstool. Dann haben wir hier noch für Holz einen Försterbogen in 12er Größe. Ich denke mal, der gehörte wohl mal hierhin. Da ist auch noch eine in 10 dabei, der gehört wohl dann dahin. Dann haben wir ein Bitset noch dabei in Torx, in Philips, in Stern und in, ich mache mal eine Umleitung auf das Nüsschen und in Minus, also sprich in normalen Schrauben, Flachgebiet unterwegs. Hier haben wir ein 21 Volt Netzteil, welches dann die 230 Volt auf die besagten 21 Volt für den Akku runterpolen. So, und die Akkus, seht ihr hier, sind kompakt in einem Dreieck gehalten und sind sogar dreipolig. Ne? Wir haben Minus, wir haben Plus und wir haben T. Das heißt also, hier ist ein 12,6 Volt Akku drinne, der einen Durchmesser von 10 mm aufweist. Okay, naja, geil. Zwei Stück davon, wie ihr hier seht. Und dann kommen wir zum Akkuschrauber selber, der nochmal in einer Plastikbügel drin ist. So, ja, macht einen vernünftigen Griff hier, also man kommt vernünftig hin. Er ist ein bisschen dicker hier durch den Akku, der etwas dreieckig ist. Also der Griff selber ist etwas dicker. Also bei meinen Händen ist es aber super, denn meine Hände sind ein bisschen patschiger als andere, sage ich jetzt mal. Und damit könnt ihr einen sehr guten Grip hinkriegen. So, und dann haben wir hier Rücklauf, Vorlauf, wie das bei Akkuschraubern eigentlich Standard ist. Hinten sehen wir den Motor ein bisschen. Hier können wir zwischen Gang 1 und Gang 2 umswitchen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, an diesem Drehmechanismus den Drehmoment einzustellen und natürlich auch bohren und aus und so weiter zu stellen. Also sprich, hier werden die Newtonmeter in 18er Schritten dann angewandt, dass er nicht zu doll reinballert. So, schnell Bohrfutter hier vorne, die wir hier bis 10 mm Bohrgröße bestücken können. Also denkt daran, 10 mm, dann ist Schluss. Deshalb wird das hier unten auch draufstehen. Maximal 10 mm Durchmesser. Und dann könnt ihr hier ganz einfach den Akku reinschieben, bis er einloggt. Und dann könnt ihr losballern. Ne, der hält hier nämlich ganz gut fest. Ne, und dann geht's los. Ne, und hier seht ihr auch die Akkuanzeige. Grün, gelb, rot. Und hier vorne ist das Licht zu sehen. Und hier der Sound. Hört ihr den Unterschied? Bei dem einen dreht er höher, bei dem anderen dreht er nicht so hoch. So, sieht, liegt gut in der Hand und funktioniert natürlich auch, wie er sollte. Cooles Teil, zu einem guten Preis natürlich. Jeder oder so ein Teil sollte in jeder Werkzeug-Heimwerker-Box vorhanden sein. Das ist der Gladtorp Akkuschrauber. 12 Volt betrieben, ist ein Bohrschrauber. Warum Bohrschrauber? Weil wir damit halt auch bohren können. Die Drehpower ist dafür ausreichend. Und Drehmomentstufen können hier eingestellt werden. Mit zwei Gängen, LED-Licht fürs Heimwerken.
für Bohrwänden, Holz und Metall. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.